Ja, Herr Müller, hallo nochmal. Schön, dass es geklappt hat heute mit dem Termin. Ich habe auch schon hier ordentlich was vorbereitet für Sie. Ist im Prinzip ganz einfach, ist super gut auch für Sie alles. Einfach hier und da einfach nur unterschreiben und dann muss ich auch schon weiter. Ich habe jetzt noch 3 Kunden, die muss ich heute auch noch über den Tisch ziehen. Habe ich einen Termin heute, meine ich natürlich. Ne? Und, Kugelschreiber brauchen Sie noch. Hab ich. Warten Sie mal. Okay, hier. Mit welchem wollen Sie unterschreiben? Servus und hallo bei Versicherung mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und heute dreht sich alles um die Frage, wie du da draußen den optimalen Versicherungsberater für dich findest. Es gibt, glaube ich, kaum eine Branche, die so verrufen ist, vor allem hier in Deutschland, wie die Versicherungsbranche. Das hat natürlich damit zu tun, dass man dauernd in der Presse von irgendwelchen Bunga-Bunga-Partys hört, wo die Versicherer da abgefeiert haben irgendwo. Plus dann diverse Fehlberatungen, die stattgefunden haben. Kunden, die dann irgendwann vor dem finanziellen Ruin stehen oder gestanden haben aufgrund von der Fehlberatung. Und jeder kennt da irgendwie mal einen, der ja damit auf die Schnauze gefallen ist. Und das führt natürlich dazu, dass man, wenn es zum Thema Versicherung kommt oder Versicherungsberater, erstmal auf Abstand geht. Trotzdem ist es ja natürlich so, dass jeder von uns irgendwann mal in seinem Leben verschiedene Versicherungen braucht und dann zahlt es natürlich, dass man hier einen guten Berater hat. Und deshalb möchte ich dir heute in dem Video so ein paar Möglichkeiten aufzeigen und auch Auswahlkriterien zeigen, mit Hilfe derer du einen guten Berater finden kannst. Dazu vielleicht auch gleich mal eine kleine Info von mir. Ich bin ja auch selbst in dieser Branche tätig als Makler. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, boah, wieso treibst du dich denn jetzt genau in dieser Branche rum, die so verrufen ist, die so den schlechten Ruf hat? Ich meine, da gibt es doch zig andere Sachen, die du machen kannst. Du hast auch studiert und wie auch immer. Und ich habe mir halt einfach gesagt, genau das ist eigentlich der Punkt, warum ich in diese Branche nochmal rein will, weil die so verrufen ist, weil da viele Dinge nicht richtig gemacht haben. Ich gesagt habe, okay, wir packen das jetzt einfach mal an und machen das auch mit Hilfe jetzt dieser Videos so transparent, bilden hier einfach eine objektive Meinung ab durch die Videos und holen halt den Kunden im Vorfeld bzw. den Interessenten ab und geben ihm halt einfach mal volle Ladung Infos und er kann sich dann einfach im Vorfeld schon mal mit informieren. Das mindert dann auch das Risiko, dass er vielleicht dann irgendwann mal eine Fehlberatung aufsetzt, weil er sich halt im Vorfeld schon mal informiert hat. Das war auch der Gedankengang, wie gesagt, warum wir überhaupt diesen Channel hier gestartet haben. Und ich bin ehrlich gesagt auch begeistert, wie gut er angenommen wird, wie viele Leute sich vor allem im jungen Alter schon für das Thema interessieren, weil sie eben wissen, wie wichtig das ist. Und da freut es mich natürlich, dass wir hier mit diesen Videos eine Hilfestellung geben können. Das einfach nur kurz an der Stelle von mir hier erwähnt. Jetzt die Frage, okay, wie geht mir da am besten vor, um einen guten Berater zu finden? Ich habe das jetzt mal in zwei Formen, also zwei Arten von Kriterien aufgeteilt. Und zwar eine, die du checken kannst im Vorfeld der Beratung, plus Kriterien, die du dann während der Beratung checken kannst. Was du im Vorfeld unbedingt prüfen solltest, ist der sogenannte Status des Beraters. Hier gibt es nämlich verschiedene Formen. Und zwar kann das einmal ein ganz klassischer Versicherungsvertreter sein. Das heißt, er vertritt eine Versicherung. Dann ist er quasi an diese Versicherung gebunden. An eine. Dann gibt es den sogenannten Mehrfachagenten. Der hat dann quasi so mehrere Gesellschaften, die er vertritt. Das sind so in der Regel 3 bis 5. Aber auch an diese ist er eben gebunden. Und zu guter Letzt gibt es noch den freien Makler. Der ist dann quasi komplett unabhängig, der ist nicht an eine Gesellschaft gebunden und per Definition steht er auch mehr auf Kundenseite und schaut eben, was braucht genau der Kunde und sucht sich dann genau am Markt eben raus, was für den Kunden am besten passt. Dann gibt es noch eine Sonderform und zwar eine Honorarberatung. Das ist quasi eine Beratung, bei der du den Berater per Stundenlohn bezahlst und nicht wie bei den anderen Formen. Hier geht es dann meistens über eine Provision, die dann die Berater von der Gesellschaft bekommen. Das heißt, das ist für dich komplett kostenfrei. Und der Honorarberater bekommt aber direkt von dir dann je nach Stundenlohn 100-150 € pro Stunde. Das hat sich jetzt in Deutschland noch nicht so durchgesetzt, weil man halt auch so ein bisschen sagt, ja, trotz dessen, weil ich jetzt den bezahle, ist natürlich trotzdem nicht gewährleistet, dass er jetzt die
Top-Beratung ist. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich, sage ich mal, vielleicht ein bisschen höher. Aber es hat sich gezeigt, dass in Deutschland wohl nicht jeder bereit ist, für so eine Beratung quasi erstmal so einen Vorschuss zu zahlen von mehreren, ja, 100 Euro vielleicht sogar über so eine komplette Beratung dann hinweg. Das heißt, das hat sich jetzt hier noch nicht so durchgesetzt, ist aber definitiv eine Form, die es eben dazu noch gibt. Ist dann einfach Typsache, für was man sich entscheiden möchte. Ein weiterer Punkt, den ihr im Vorfeld prüfen solltet, ist die Ausbildung des Beraters. Das heißt, was hat er für eine Ausbildung genossen, was hat er für einen Background. Einfach, dass ihr für euch schon mal das Gefühl habt, okay, der weiß auch, wovon er spricht, weil er in dem Bereich eben eine Ausbildung genossen hat. Das sind jetzt die zwei Punkte, die meiner Meinung nach im Vorfeld zu checken sind, die ihr auch checken könnt. Das heißt, diese Infos könnt ihr euch auf alle Fälle im Vorfeld ziehen. Und jetzt gehe ich nochmal auf die Punkte ein, die ihr dann während dem Beratungsgespräch beachten solltet, auf die ihr halt ein bisschen genauer achten könnt, wo ihr dann sehen könnt, okay, bei dem passt es, das ist ein guter Berater, oder das ist jetzt wohl doch nicht so der optimale Berater. Und diese Kriterien, die ihr im Beratungsgespräch selbst dann beachten solltet, das sind einige, jetzt nicht erschrecken lassen davon. Wenn ihr euch im Vorfeld vielleicht so eine Liste davon macht, ich lade das alles auch, was ich jetzt hier in dem Video nochmal sage, als Zusammenfassung auf unsere Website hoch. Das könnt ihr euch dann einfach so als Checkliste, als PDF runterladen und könnt das quasi dann einmal so vielleicht unter dem Tisch dann abhaken, wenn ihr mit dem Berater zusammensitzt. Also ganz wichtig als erstes ist natürlich, dass sich der Berater auch vorstellt. Wer er ist, was er macht, wo er herkommt, was ist sein Status, ihr kriegt eine Visitenkarte, das ist die sogenannte Erstinformation, die der Berater euch definitiv zukommen lassen muss. Dann als zweites sollte der Berater eine Art Bestandsaufnahme machen. Was heißt das? Was meine ich damit? Das könnt ihr euch ähnlich vorstellen, wie wenn ihr zum Arzt geht. Ihr geht zum Arzt und sagt, boah, ich habe irgendwie hier Probleme mit der Schulter, und dann kommt der Arzt her und guckt sich die Schulter an und meint, alles klar, hier Schmerzmittel, und schickt euch wieder nach Hause. Guckt jetzt einfach quasi lokal nur diese Stelle an und schickt euch wieder nach Hause. Das ist natürlich nicht sehr gut. Ein guter Arzt macht Folgendes. Ein guter Arzt guckt sich alles an. Der schaut sich den ganzen Körper an und guckt, okay, könnte das Problem hier vielleicht auch irgendwo anders der seinen Ursprung haben und behandelt nicht nur lokal dann die Schulter. Und genauso sollte es ein guter Versicherungsberater machen. Er macht erstmal eine Analyse, der guckt, was hast du denn, was ist dein Bedarf, und dann im nächsten Schritt, dann guckt er erst, okay, wie können wir den Bedarf optimal decken. Aber er geht jetzt nicht her und sagt so, oh, alles klar, du bist jetzt der Herr Müller und du brauchst das und das und das. Ja, und er weiß ja gar nicht, was du überhaupt vielleicht schon in dem Bereich vorgesorgt hast oder was du vielleicht schon hast. Also so eine Analyse im Vorfeld ist echt wichtig. Dann, jetzt muss ich kurz spicken, ist natürlich auch meiner Meinung nach jetzt eben auch ein wichtiger Punkt, nicht nur, weil ich selbst auch freier Makler bin, sondern weil ich sage, wenn jemand unabhängig ist, dann ist es einfach gewährleistet oder die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass du eben auch eine unabhängige und individuelle Beratung bekommst. Es ist einfach Fakt, und da kann man jeder andere erzählen, was er will. Wenn ich nur eine Gesellschaft vertrete, dann kann ich halt eben nur die Produkte von dieser einen Gesellschaft vertreiben, dem Kunden anbieten. Und es ist einfach so, dass nicht jede Gesellschaft in jedem Bereich top ist. Das ist einfach Fakt. Das ist wie mit den Autobauern oder in jeder anderen Industrie auch so. Es gibt niemanden, der in allen Bereichen super ist. Und so ist es bei Versicherungen eben auch. Und deshalb habe ich auch den Status des freien Maklers gewählt, weil ich eben dann genau sagen kann, okay, ich weiß, von der Versicherung A haben die ein Top-Produkt, Versicherung B sind die aber gut und Versicherung C haben die das Beste. Und pick mir das genau so dann raus und kann es dem Kunden dann anbieten. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Ich denke, die ist auch recht schlüssig, und deshalb kann man dann hier auch eine unabhängige Beratung und vor allem eine individuelle Beratung gewährleisten. Dann als nächster Punkt ist natürlich auch wichtig, dass spätestens am Ende der Beratung ein sogenanntes Beratungsprotokoll aufgenommen wird. Das ist Pflicht. In diesem wird dann dokumentiert, um was es alles in dieser Beratung ging. Das heißt, über was habt ihr gesprochen, was wurde dann vielleicht auch abgeschlossen, welcher Rat wurde gegeben, dass das alles am Ende wirklich dokumentiert wird und dass du als Kunde da auch eine Kopie davon bekommst. Dazu ist es natürlich dann auch immer ganz schön zu sehen in der Beratung, wenn man merkt, dass der Berater Zeit mitgebracht hat. Das heißt, ihr kriegt nicht so das Gefühl, oh, der ist unter Zeitdruck, der will mich eigentlich nur dahin zur Unterschrift pushen oder so, sondern wenn ihr merkt, okay, der gibt sich
Mühe, der nimmt sich Zeit, der geht auf meine Wünsche und meine Fragen ein, dann ist das schon mal ein echt gutes Zeichen. Trotzdem finde ich es aber zum Beispiel auch gut, dass man halt am Anfang von der Beratung sagt, okay, dass man sich jetzt für diese Beratung 2 Stunden Zeit genommen hat. Das hat einfach den Effekt auch, dass sich dann wirklich meistens auch diese 2 Stunden ausreichen für die Beratung und sich sowas dann nicht unendlich auf einmal in die Länge zieht, was natürlich für beide Seiten dann irgendwie nicht wirklich zweckerfüllend ist. Das heißt, man legt am Anfang immer so ein bisschen einen Zeitrahmen fest, in dem das Ganze ablaufen soll, und Fragen, die dann vielleicht da noch entstehen, die jetzt dann nicht geklärt werden könnten in dieser Zeit, die werden aufgeschrieben und werden dann vielleicht telefonisch geklärt im Nachgang oder einfach bei einem nächsten Termin. Das heißt, Zeitdruck, ganz wichtiges Thema, wenn ihr merkt, oh, der will mich irgendwie nur dahin drängen, ist schon mal nicht so ein gutes Zeichen. Dann ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch super wichtig finde, den man aber leider nicht so oft mitbekommt, ist, wenn man jetzt zum Beispiel dann die Unterlagen durchgeht und man sieht, der Versicherungsberater sieht dann, okay, dass du jetzt in dem Bereich schon was hast und du hast in dem Bereich was, und dann sagt er auf einmal, Herr Müller, schauen Sie mal, diese Versicherung hier, die ist richtig, richtig gut. Behalten Sie die auf alle Fälle, egal wer in Zukunft vielleicht hier mal hier am Tisch sitzt, die ist richtig top, die hat super Bedingungen, die hat einen super Preis, behalten Sie die. Ja, das ist halt nochmal ein krasses Zeichen dafür, dass der wirklich an deinen Wünschen und an deiner Situation interessiert ist und nicht unbedingt, oh ja, okay, das kriegt man jetzt irgendwie billiger noch bei uns hin und einfach, dass er irgendwas verkauft hat, sondern er schaut wirklich deine Situation an und guckt, okay, wow, der hat da was Gutes, das muss er behalten, und das sage ich dem Kunden jetzt auch. Ja? Das ist super, super wichtig. Und zu guter Letzt, das erwähne ich immer mal wieder, weil ich es auch wichtig finde, ist, am Schluss der Beratung und auch während der Beratung muss euer Bauchgefühl mitspielen. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich bin der Meinung, das ist wie, wenn man auch jemanden Neues kennenlernt, einen anderen Menschen kennenlernt. Man hat in mir manchmal, sage ich, so ein Bauchgefühl, wo ich sage, der passt mir irgendwie nicht. Also ich kann es zwar nicht erklären, ich kann es nicht in Worte fassen, aber irgendwie passt der mir nicht. Und das finde ich ein wichtiges Entscheidungskriterium, das man jetzt nicht so ausblenden sollte, weil dieser Instinkt, der ist einfach in uns drin, und früher hat er uns teilweise mal unser Leben gerettet. Ne? Das heißt, ich bin der Meinung, das sollten wir heute auch drauf hören. Und wenn er sagt, oh, mein Bauchgefühl, irgendwie sagt das mir, da ist irgendwas nicht ganz koscher, ich weiß nicht zwar genau was, dann sagt man dann am Ende vielleicht dann doch lieber, nein, danke, danke für die Beratung, aber das wird nichts. Ne? Und wenn das jetzt vielleicht mal zum Beispiel jemand mit mir macht oder ich mit jemandem zusammensitze oder wieder mal Skype oder ähnliches, und dann jemand auch vielleicht mit mir kein so ein tolles Gefühl hat, Dann kann man das sagen, dann ist es in Ordnung, dann bin ich auch niemandem böse, ich kann es auch nicht jedem recht machen, ich bin auch nicht der Typ für jeden. So sehe ich das. Und dann ist es aber vollkommen in Ordnung. Das heißt, Bauchgefühl würde ich hier immer noch so ein bisschen mit reinspielen lassen. Und das waren jetzt so die Soft Facts quasi, die du während dem Beratungsgespräch checken solltest, auf die du die achten solltest. Und wenn das alles passt, wenn du da überall einen Haken dran machen kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal wirklich hoch, dass du echt da eine gute Beratung genossen hast und demjenigen auch vertrauen kannst und weißt, dass er dir hier das Beste für dich in deiner Situation angeboten hat. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, jetzt weiß ich, was ich vor der Beratung checken muss, ich weiß, auf was ich während der Beratung achten muss, aber wie verdammt nochmal, Bastian, finde ich jetzt so einen Berater überhaupt erstmal? Ich sag ja, richtige Frage, da gehen wir jetzt mal drauf ein. Und zwar, es gibt zum einen heutzutage Online-Portale, bei denen kannst du speziell danach Versicherungsberatern, Versicherungsvertretern, Versicherungsmaklern, Honorarberatern etc. kannst du einfach suchen. Wer ist da in deiner Nähe? Das sind die meisten oder auch die guten, sage ich jetzt mal, sind da eingetragen. Und Portale werden da jetzt zum Beispiel kennstdueinen.de. Da bin zum Beispiel auch ich selbst eingetragen. Finde ich ganz sympathisch, das Portal. Dann kannst du einfach suchen, wer ist in deiner Region. Und vor allem gibt es da Bewertungen. Das heißt, diese Berater werden dann bewertet nach einem Kundengespräch bestenfalls. Und da könnt ihr euch schon mal anhand der Bewertung rausziehen. Okay, der scheint wohl ganz gut zu sein. Und hast schon mal da ein ganz sicheres Gefühl, was das angeht. Ein anderes Portal ist Who's Finance, das kenne ich noch, bin ich jetzt selbst nicht unterwegs. Und Yelp gibt es noch, also das ist quasi Yelp, das Branchenverzeichnis, glaube ich, die gelbe Seiten online im Prinzip, bei dem auch viele Firmen, viele Vermittler eingetragen sind, wo ihr auch suchen könnt. Da könnt ihr euch schon mal rantasten.
Zweite Möglichkeit, die auch richtig, richtig gut ist, meiner Meinung nach, ist eine persönliche Empfehlung. Das heißt, wenn euch jetzt von einem Bekannten, von einem Freund vielleicht schon mal ein Berater persönlich empfohlen wird, weil der damit schon mal richtig gut gefahren ist, dann ist das natürlich für euch ein super Zeichen dafür, okay, ein guter Kumpel, dem ich ja vertraue, weil es ein Freund ist, hatte hier einen guten Berater gehabt, dem er vertraut. Das heißt, theoretisch könnte ich dem ja auch vertrauen. Das heißt, hier habt ihr schon mal so eine Art Vertrauensvorschuss und könnt euch schon mal relativ sicher sein, dass der Typ gerade ausläuft, dass der euch eine gescheite Beratung geben wird. Trotzdem natürlich würde ich die einzelnen Punkte, die einzelnen Kriterien, die ich vorhin erwähnt habe, im Beratungsgespräch nicht außen vor lassen. Auf die würde ich definitiv noch achten. So, und wenn du das alles jetzt dir mal zu Herzen nimmst und so vorgehst, bin ich der Meinung, findest auch du zwischen den ganzen schwarzen Schafen, die es da draußen gibt, auch einen guten Berater, der dich durchführt durch deine Versicherungsthemen und du dich gut aufgehoben fühlst. Das waren jetzt meine Kriterien zum Thema, wie du einen guten Versicherungsberater findest. Ich hoffe, da war einiges dabei, das dir weiterhilft, dass auch du dir für die Zukunft einen guten Berater ins Haus holst. Wenn du jetzt sagst, okay, dieser Typ hier vor der Kamera scheint auch ganz cool zu sein, darfst du natürlich auch gerne mir eine E-Mail schreiben an bastian@versicherung-mit-kopf.de. Kann ein bisschen dauern, bis ich zurückschreibe, deshalb nicht böse sein. Ich krieg schon ein paar E-Mails über die Woche verteilt, versuche aber natürlich, jede E-Mail zu beantworten. Jetzt am Schluss noch ein bisschen Eigenwerbung. Wir sind auf Facebook, Instagram, haben eine Facebook-Gruppe, ja, wo unsere Mitglieder wirklich mitdiskutieren zum Thema Versicherung. Und zu guter Letzt, wenn du den Kanal hier noch nicht abonniert hast, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür, ein Abo dazulassen. Ich sage danke dafür und wir sehen uns ganz einfach im nächsten Video. Servus und mach's gut.